Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle jetzt hier wieder zur nächsten Folge von Strategy Command American Civil War gegen den Dirtmanshop bei ihm vorbei, lohnt sich. Und jetzt werden wir sehen, wie es weiterläuft. Wir konnten ja wieder so ein Indianergebiet wegnehmen, aber es kostet ihm kein Fighting Spirit, das mich echt ärgert. Nein, nein. Wieso macht er zwei mit einer Brigade? Ja, der kann sich gerne... Hat er jetzt mir gerade 4 oder 6 Damage gegeben? Das wäre echt scheiße. Ja, es war klar, dass er hier frei macht. Ah, das tat weh. Okay. Ist noch in Ordnung. Ist auch noch in Ordnung. Nein. Wieso? Na, den hole ich mir trotzdem. Du entkommst mir nicht, mein Freund. Auch wenn du gut aufgefrischt bist und leider dadurch jetzt nicht hier ohne Supply stirbst, aber du wirst sterben. Das lasse ich nicht zu. Ein Korps und eine Division. Okay. Die müssen... Jetzt hat er hier sogar ein, damit er das hier besser verteidigen kann. Okay, ja, gut. Ist mir eigentlich... Hilft mir das überhaupt? Ja, schon, ne? Weil wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich den hier wegkloppen muss eventuell... Ist das schon so sinnvoll, ne? Okay, wir gehen jetzt mal hier rüber. machen wir nochmal den. Einmal Dankeschön. Tja, da haben wir keine geile Angriffsmöglichkeit, ne? Hier werde ich ihn definitiv nicht reinstellen. Ich werde ihn da reinstellen. Ich könnte ihn nachziehen. Moment, mal ganz kurz. Du hast eh alle unter Kontrolle. Sehr schön. Du kriegst jetzt erstmal Lebenspunkte. Du stellst dich da rein. Du hältst ihm den Rücken frei, in Anführungszeichen. Wir müssen hier in den Bergen kämpfen. Ich glaube, das ist die beste Option, die wir hier haben. Denn wir die beide hier in den Bergen kämpfen lassen nur. Den Rest ignorieren, okay. Du reitest runter, du gehst da rein. Und jetzt mal nachdenken. Also, ich will, wenn, am liebsten entweder die nächste Hauptstadt haben. Mach mal. Die kriegen wir kostenlos. Komme ich mit ihm da auch rein? Ich komme mit ihm da auch rein. Ich könnte aber auch den Angriff da machen. Er kommt da leider nicht rein, aber... Ja. Geh du mal nach da. Wenn er hier noch was hat, das wird dann jetzt so ziemlich gleich sterben. Der kommt da leider nicht rein. Ich muss mit ihm rein oder mit ihm? Die Frage ist, will ich ihm eher einen Hit setzen? Weil hier ist der noch in den... Hits. Also ich muss ihn hier haben, da rein. Also ihn hier interessiert mich gar nicht. Ich will diesen Weg hier lang gehen. Und dafür wäre eigentlich Perryville und Jeff Coulter gar nicht mal so verkehrt. Ja, gehen wir mit ihm da rein. So. So ein bisschen sich annähern. Okay. Machen wir mal so. Du gehst mal nach da, nach Honey Springs. Ja, dann kommen wir nach Scully
Will und Perryville. Dann kommen wir nämlich über Fort Smith, von der anderen Seite nach Little Rock oder nach hier. Ne? Ja. Also, auf jeden Fall das nächste Indianergebiet weg. Ich weiß jetzt halt nur nicht. Das waren die Seminole. Die Choctaw sind. Schickt. So, die sind die hier unten. Okay. Es ist nur ein bisschen ärgerlich, dass der die. Dingens hier behält, ne? A Kansas Port. Tja. Finde ich jetzt gar nicht mal so dramatisch, dass du das gemacht hast. Bleib da einfach stehen, das reicht mir. Dich will ich eigentlich auffüllen. Ja, der wird hier nichts haben. Gainesville werde ich jetzt auslassen, ist mir egal. Okay. Zieh mal weg. So, jetzt haben wir schon mal eine mitgenommen. Jetzt müssen wir gleich hier noch machen, ne? Habe ich das erst ausgelassen, erst die Schiffe benutzt. Wobei die Frage ist, ob ich nicht hier noch zumachen kann. Ne, ich komme da gar nicht mal hin. Okay, dann ist egal. So. Oh, wie die das? Du gehst mal gerne nach da, dann gehst du nach hier. Habe ich hier eine Angriffsmöglichkeit? Nicht so wirklich, ne? Du gibst mir das? Das ist ja wie ein geschenktes Chor. Ah, die vier. Zwei. Den muss ich auslöschen, ne? Den muss ich auslöschen. Neun. Eigentlich müsste ich ihn hier hinstellen. Aber der hält da nicht durch, ne? Der wird da nicht durchhalten. Wo kann ich ihn hier hinjagen? Weil entweder jage ich den nach hier. Ach, der muss aufgefrischt werden. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber ihn hier will ich vernichten. Das ist indiskutabel. Na, ah, ich kann nichts mit dem machen. Dann gehst du mal nach da. Weil dann habe ich diese Stadt hier. Das gibt wieder Nachschub nach da. Ich könnte ihn hier wieder so einkesseln, wenn ich hier hingehe. Aber der stirbt dann wieder, ne? Ist dieses Chor, ja, das ist gut versorgt gestorben. Weil wegen ihm hier, ja. Okay, dann machen wir das auch. Ah, fünf? Okay, warte mal. Ich weiß, dich wollte ich eigentlich. Sechs. Wieso sechs? Wieso? Okay, warte, wenn ich jetzt hier eine 5, dann komme ich noch. Na, da komme ich nicht unbedingt nach da, ne? Den kriege ich keinen Kill hin. 5. Selbstmord. Kein sicherer Kill. Ist eigentlich er hierfür, ne? Oder er, aber der stirbt an mir auch. Andererseits ist mir das nicht egal. Weil er muss weg. Und ich muss eigentlich auch hier was reinstellen. Da könnte ich die Kavallerie hinbringen. Oder aber. Moment.
Nee, du bist ein Marine. Ich habe keine Einheiten gespawnt letztes Mal. Schlecht. Schlecht. Sitzen nicht auf Schienen. Ich müsste von hier irgendwo eine Einheit abziehen. Ein Chor? Finde ich übertrieben. Er hier. Habe ich keinen besseren, den ich abziehen kann? Das ist eigentlich hier der Marine, den ich abziehen müsste. Aber ich will eigentlich da unten landen. Darum sehr, 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 sehr ungern. Ich kann ihn tendenziell noch hier rein. Weil das Haku, ich lasse das Haku nachher zurück oder sowas. Ah, warte, du hast den da unter Kontrolle. Nee, ich muss da bleiben. Das ist eigentlich sehr unangenehm. Aber der muss da rein. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Angriff. Aber ich... Gehen wir mal nach da. Der Marine, ne? Eigentlich, der gehört hier nicht hin. Der gehört hier nicht hin. Mach mal das trotzdem. Ich opfer ihn. Könnte mich zurückziehen. Weil ausgelöscht kriegt ihr den eh. Ne? Also, da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Kann ich hier, wenn ich runterlaufe, irgendwas Nettes erobern? Eigentlich nicht. Ne? Wobei ich den hier halten muss wegen den. So. Warum ist da nur 4? Weil das nur 4 bringt. Ich könnte es da tendenziell offen lassen. Ich könnte nach hier... Machen wir lieber so. Schieß auf den Zug. Lebenspunkte. Ja, hier habe ich ja gesteuert, ne? Mach einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja, genau. So, perfekt. Ist nicht das erreicht worden, was ich wollte, aber wir müssen dem irgendwie Schaden zufügen, weil wenn der immer abhauen kann und mich angreifen kann, ist das kacke, ne? Geh da rein. Ah, jetzt komme ich nicht an den... Ist das so ein Witz, oder? Ich hasse das mal bei der Einheit, ne? Ich habe... So...
Wieso bist du nicht unter Kontrolle? Okay. Das will er wahrscheinlich verteidigen. Wir gehen jetzt erstmal über die zwei Minen. Wenn ich hier hingehe. 1, 2, 3. Habe ich die. Hier könnte ich eine Falle toppen. Okay. So. Habe ich was davon? Ich kann nicht nachsetzen, ne? Mist. Jetzt habe ich denen den vorbereiteten Angriff gegeben. Will ich hier verteidigen? Ah, warte, der hier muss sterben. Ja, du kleiner Schlawiner, du. Okay. Ich komme hier einmal ran, ich komme zweimal ran, ich komme dreimal ran, ich komme mit dem nicht mehr ran. Okay, das können wir mal machen. Du bist unter welcher Kontrolle? Nee, dann müssen wir das. Okay, der ist unter der falschen Kontrolle. Du bist unter Thomas. Oder Thomas, wie auch immer. So. Drei. Nochmal. Boah. Ich komme nicht mehr hinterher, ne? Ich komme da nicht mehr hinterher und er ist dann tot. Warum? Warte, der gilt als Train, ne? Armored Train. Okay. Der hat eine Defense von 9 gegen den. Wieso konnte ich dem einen Schaden setzen? Was? Okay. Das hat keinen Sinn ergeben. Aber sowas von. Oh, warte mal. Mach mal so. Ne. Nee. Brauche ich den? Weil ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich hier gerade an dieser Position zu wenig Leute habe, ne? Ach, warte. Nehmen wir lieber den Sherman. Liegt nicht daran, dass ich einen da unbedingt brauche, aber Sherman steht komplett frei rum. Das ist ja noch sinnloser. Ab hier Sherman hin. Moment. Brauche ich den hier? Das war ein schöner Angriff wieder. Das hat sich gelohnt, den dann doch nochmal dafür zu benutzen. Dass ich jetzt hier 5 Schaden bekommen habe. 4, okay, aber 5. Oh, 4, 4. Okay. Ihn hier mit 5 Damage. Da komme ich aber nicht mehr hoch, ne? Okay. Wir umschließen diese Truppe sogar ein bisschen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Du kannst gerne da stehen bleiben. Du gehst einfach nach hier. Gabaraldi geht mal da rein. Du gehst mal ein Stück nach vorne. Du gehst nach. Einfach folgen. Du nach da. Kein Bock, dass meine Kavallerie angegriffen wird. Hilft mit dir.
Die Frage ist jetzt, wie das mit dem Nachschub da läuft. Weil ich hier 7, 6. Ja, der muss da stehen bleiben. Okay. Drei Cores hier drauf, das knallt. Dahin. Dich muss ich einmal richtig dick machen, so hier. Tank einfach mal auf. Und du fährst mal so da. Seit wann bist du denn unterwegs? Fährt das U-Boot hier rum? Okay, Jacksonville. Jacksonville, Jacksonville. Und was haben wir erobert? Jacksonville. Also, er hat tatsächlich hier abgezogen irgendwann. Also, ich habe es vermutet, nachdem der hier freigemacht hat. Spätestens. Also, ich weiß gar nicht mehr. Wann habe ich das? Irgendwann habe ich mal gesagt, ich will das nochmal probieren. Auf jeden Fall weiß ich. Das hier hat es mir eher bestätigt, dass er die Dinger mal frei gemacht hat für hier. Dass der da uns mal den Spielraum lässt, nochmal rein zu können. Aber ärgerlich, dass ich das U-Boot jetzt nicht platt gemacht bekommen habe, ne? Stell mal hier hin. Mach mal so. Hilft mir aber nicht wirklich, weil der kann jetzt. Ja, obwohl. Komm, rück weiter vor. Wir laufen mal durch nach Tallahassee vielleicht. Wenn wir es schaffen. Mal sehen. Einfach laufen. Du hast ein paar Lebenspunkte bekommen. Ach, schade. Okay. Mach mal so. Ach, Supply-Punkte. Jetzt habe ich's. Was für ein Schindluder können wir demnächst noch treiben? Okay. Ja, in den Bergen habe ich keinen Bock mit dir zu kämpfen, ist einfach so. Was bist du? Forest Hill. Oh, das ist eigentlich auch schon schlecht hier zu stehen, ne? Könntest das probieren, aber ich habe, also ich fühle mich nicht gut dabei, das hier auszuprobieren. Ich glaube aber nicht, dass da was steht. Und wenn wir kein gutes Gefühl bei irgendetwas haben, sollten wir es auch sein lassen. Zu oft hat sich das einfach bewahrheitet, dass das irgendeine Scheiße war. Wo ich einfach nur greedy. Oh, mir ist was eingefallen. Wo ich einfach nur greedy war. Sehr guter Move. Noch. Ich glaube, hier kriege ich gar nichts mehr danach, ne? Bis nach da unten. Also wenn ich Wailiff hier eingenommen habe, dann kann ich ihnen die Truppe eigentlich größtenteils wegnehmen, ne? Weil die Städte und Dörfer, die bringen mir überhaupt nichts mehr. Bis nach Atlanta. Und da muss ich echt von hier von Tennessee aus agieren, eher. Also jetzt hier sollten wir keine Verstärkung mehr hinbringen, sondern jetzt nur nach hier. Weil hier halt Little Rock, was bist du? Fort, irgendwas war das, Fort Smith. Und den kompletten Mississippi. Ja, okay, so. Also Kavallerie, die brauchen wir nicht hier, haben wir gesagt. Weil ja hier ein
vor. Kommt nach hier ein Gunboat. Kommt nach hier eine Brigade. Die kommt sehr gerne noch nach hier. Einfach nur, dass wir die einschiffen könnten. Haben wir sonst noch was für eine Brigade? Eigentlich hier noch bei. Eine Kavalleriebrigade, die einfach nur auf die Eier geht. Ja, das könnten wir wohl noch nach hier setzen. Um einfach Gebiete im Hinterland zu erobern. Ne? Oder wir könnten von hier aus... Ja, genau, wir starten von hier aus da rein. Erobern wir einfach nur, aber das ist ja in Ordnung. Ne? Alles, was wir erobern, kostet ihn irgendwie doch Punkte. Wir könnten hier theoretisch auch noch mit dem Chor agieren. Aber ich glaube, da sind wir dann sonst ein bisschen überdimensioniert. Gerne noch nach hier. Die Engineer-Brigade, die wir geholt haben, um eins von den zwei zu ersetzen. Und noch eine Division. Dadurch, dass jetzt hier viel sterben wird, ja, eigentlich können wir auch hier platzieren, dann können wir den runter verschieben. Oder hier? Hier. Ist ein wunderbarer Platz. So, Technologien brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben 74%. Er hat 38. Das ist schon ganz gut. Müssen wir mal gucken, was das hier nachher bringt. Und... Oh, hier ist auch ein Fighting Spirit. Knoxville. Aber ich will da nicht hin. Da muss ich wieder eine Einheit abstellen. Das ist doch scheiße. Ah, hier hätte ich noch die Brigade abstellen müssen. Ah, zum Thema Dingens. Moment. Ihn einschiffen. Muss ja wieder eine Brigade abstellen. Und ich wette nicht, dass das Brig wird nicht so viel bringen. Ne? Also ein bisschen ja, aber ich glaube, wir müssen halt jetzt in diesen Bereich hier rein. Ne? Mit Atlanta und Montgomery. Ich glaube, Montgomery sollte das Primärziel werden mit hier zusammen. Ja, wir müssen hier rein, so Mitte des Landes. Was zur Hölle? Okay. Jetzt machen wir hier unseren Trick 17 wieder. Zick. Okay. So. Wollen wir nochmal Brigadenhaufen holen? Oder wollen wir jetzt wieder... Ach, eigentlich auf Kurs, ne? So. Ja, das ist mir zu teuer. Jetzt haben wir dann 350 übrig. Ne? Das reicht doch hierfür, ne? Ja. Ja. Machen wir so. Hervorragend. Oh, der Abstand wächst jetzt ja richtig gewaltig langsam. Das wird ja richtig übel für die Südstaaten, je später es wird. Sitzen wir auf dem Berg? Clear Hill. Am liebsten Hit und Run. Oh. Ich glaube, das ist es nicht wert. Die zwei Jungs, die muss ich hier einsetzen. Dann kriegen wir El Paso. Oh, El Paso sollte bestimmt auch was bringen. Aber gut, das werden wir sehen. Der nächste ist surrendered. Da war keine Truppe. Wir haben ein bisschen Punkte geplündert. Mhm. Wieso immer dieses eine Dorf? Ja, da werden Partisanen-Spots sein oder sowas, der Industrie mal kaputt macht. Aber. The Second Schleswig War begin. Fighting breaks out between Prussia and Dänemark. Gibt's einen schönen Film zu diesem Krieg? Das ist eine dänische Produktion. Boah, wie hieß der nochmal? Für Leute, die sich ungefähr für den Zeitraum interessieren. Boah, ich komme nicht mehr drauf. Der erzählt halt ein Opa seiner Nichte, ne, seiner Enkelin, ne, ist nicht die Enkelin. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Pflegekraft oder sowas. Wie er damals in dem Krieg gekämpft hat. Oder zu so einem Säbel oder so. Ich komme nicht mehr drauf, wie der Film hieß. Vielleicht weiß das einer sogar von euch. Wo habe ich den nochmal gesehen? Wie gesagt, das ist eine dänische Produktion. Der war gar nicht verkehrt.
Naja, Koorganisation. Ich kriege fast 200 Punkte rein. Und dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns. Ciao.